Wulle Bulle und herzlich willkommen zu dieser Bauchjob-Sendung. Da ist die Kamera. Ich habe gerade mal wieder. Ich möchte gerade mal wieder was loswerden. Und zwar habe ich einen Kommentar gefunden in einem Forum von einem Projekt, das sich für Nachhaltigkeit einsetzt und halt eben was aufbauen möchte. Und in diesem Kontext, der Betreiber des Projekts einfach wieder richtig mies angegriffen wurde, von wegen, er würde sich ja nur selber bereichern wollen, und weil es halt um ein Crowdfunding-Projekt geht. Und da hat jemand einen Kommentar drunter geschrieben, den ich hier mal vorlesen möchte, weil ich fand, es hätten meine Worte sein können. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Der Kommentar von Dings da ist wirklich unterste Schublade. Schäm dich. Meine Frage: Arbeitest du für die Eliten oder für die Industrie? Oder warum möchtest du verhindern, dass solche grünen Projekte entstehen? Und das ist genau das, was halt eben passiert. Solche Kommentare diskreditieren, und das ist den Verfassern auch bewusst, das gesamte Projekt. Es wirft ein mieses, mega mieses Licht auf jeden Interessierten, der da kommt und es unterstützen möchte. Und kommt der Text noch drauf? Es ist schwer genug, für solche Projekte überhaupt Gelder zusammenzubekommen, aus guten Gründen. Es gibt viele Menschen, die genau solche Menschen und solche Projekte unterstützen möchten. Das ist genau der Punkt. Und deshalb ist es wichtig, so etwas öffentlich zu machen. Unsere Welt braucht solche Plätze und solche Menschen für unser aller Fortbestand. Sollte langsam mal klar werden. Das sind die grünen Soldaten, die unsere Welt für uns alle nachhaltig und ökologisch bei ihrer Gesundung unterstützen, denen klar geworden ist, dass es systemisch nicht weitergehen kann, wenn systemisch bedeutet, wir rupfen einfach weiter alles auseinander. Und Nachhaltigkeit ist ein Wort, das sich die Werbebranche irgendwie als Slogan genommen hat, um ihn einfach zu missbrauchen. Nichts von dem, was ihr in Werbung mit Nachhaltigkeit seht, hat mit Nachhaltigkeit zu tun. Sonst würden die schon keine Werbung machen. Das alleine ist schon nicht nachhaltig. Die Gelder dafür rauszuschmeißen. Diese Menschen tun Gutes für uns alle. Denn wir leben alle auf dieser Erde, die von uns Menschen nach und nach zugrunde gerichtet wird. Das ist genau das, wovon ich gerade spreche. Und wir tun nichts dagegen. Ach so, nee, Moment, Entschuldigung, ich habe es falsch gelesen, da fehlt ein D. Und tun wir nichts dagegen, wird es für unsere Nachfahren keine grüne Zukunft mehr auf unserer Erde geben. Das ist Logik. Und es ist egal, wie diese Projekte entstehen, durch Eigenkapital oder durch Spenden. Die Hauptsache ist, dass diese Orte entstehen, und davon ganz viele, denn nur so wird unsere Erde gesunden und genesen können, wenn wir wieder anfangen, im Einklang mit der Natur zu leben, die wir halt eben massiv geschändet und kaputt gemacht haben. Und jeder, der aus Neid oder sonst welchen egoistischen Gründen solche Projekte in den Dreck ziehen möchte oder diese Menschen als Bettler behandelt, der unterstützt, ob er es weiß oder nicht, damit die Eliten und die Industrien und die ganzen Lobbyisten und all die, die sich eine goldene Nase an der Zerstörung des Planeten verdienen. Unseres Lebensraums.
Er möchte anscheinend verhindern, dass jemand für solche wichtige Projekte Geld spendet. Das ist das, worauf ich eben raus... Ne, das wirft ein sehr schlechtes Licht auf das Projekt, wenn da solche Sachen stehen. Vor allen Dingen, wenn die vielleicht einfach total aus der Luft gegriffen sind. Ich will überhaupt gar nicht sagen, dass es nicht den einen oder anderen gibt, der sowas auch ausnutzt, wo das vielleicht auch genau richtig ist. Aber bei dem Projekt ist es definitiv nicht richtig gewesen. Und bei vielen anderen auch nicht. Die werden einfach alle diskreditiert. Es ist genug Geld im Umlauf, mehr als genug. Und es wird Zeit, dass dieses Geld nachhaltig eingesetzt wird. Das heißt, wirklich in diese Richtung gelenkt wird, wo Menschen bereit sind, es nicht zu horten und für sich irgendwie zu nutzen, sondern für uns alle. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht vorstellen können, dass es solche Menschen gibt. Aber es gibt solche Menschen. Denen ist unser aller Fortbestand wichtiger als eigenes Kapital gerade oder sonst irgendwas anzuhorten, weil sie begriffen haben, dass wir hier auf der Kippe stehen. Weil genau das braucht unsere kranke Mutter Erde, die wir alle sind. Weil wenn die Erde kaputt ist, sind wir auch kaputt. Das ist das, wovon ich gerade die ganze Zeit rede. Deswegen bitte ich einfach darum, das war für mich eben das Anliegen, das auch gerade einfach mal vorzulesen, bitte ich einfach um ein bisschen mehr Vorsicht im Umgang mit solchen Kommentaren. Zum einen die Verfasser selber. Klar, wenn ihr natürlich dafür bezahlt werdet, werde ich euch das kaum ausgeredet bekommen. Aber die, die es gerade einfach nur machen, weil sie nichts Besseres zu tun haben, sollten sich überlegen, ob sie nicht vielleicht doch ein irgendetwas Besseres zu tun haben, das vor allen Dingen auf jeden Fall schon mal verhindert, dass ein solcher Kommentar geschrieben wird. Und all die, die solche Kommentare nicht schreiben, sondern lesen, weil sie interessiert an solchen Projekten sind und deswegen überhaupt erst in den Genuss solcher Lektüre kommen, hinterfragt bitte doppelt und dreifach, ob stimmt, was ihr da lest oder ob ihr wieder einfach nur mit so einem Typen zu tun habt, der da gerade irgendwas kommentiert, oftmals argumentativ sehr gewieft, hört sich dann auch wirklich alles an, als wäre der gut recherchiert und wer. Aber macht euch bitte euer eigenes Bild, fragt selber nach und glaubt nicht einfach irgendwelchen Leuten, die da irgendeinen Scheiß hinschreiben. Das gilt letztendlich für alles, was ihr im Internet lest. Auch Lobeshymnen auf irgendjemanden können erstunken und erlogen sein. Sind sie oft. Vor allen Dingen, wenn das irgendwie Mainstream kommt. Achtet bitte darauf. Diese Sachen sind gerade höchst gefährlich für uns alle. Solche Kommentare, mit solchen Kommentaren kann man gerade sehr viel kaputt machen. Und das wissen viele von den Kommentatoren auch, aber wir hoffen wenigstens gerade, die schon mal irgendwie zur Besinnung rufen zu können, die es nicht bewusst machen, die sich vielleicht auch nicht bewusst darüber sind, dass der Jux, den die sich da gerade erlauben, nachhaltigen Schaden anrichtet. Und ob sie das wirklich wollen. Das waren einfach wieder ein paar Gedanken vom Dicken. Ich wünsche euch den Frieden. Bis bald.